schon dieser für den traditionellen Start unseres Neujahrsempfanges hier in Wolfhagen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste, werte Ehrengäste. Zum Neujahrsempfang der Stadt Wolfhagen heiße ich Sie alle, auch im Namen unseres Stadtverordnetenvorstehers Herrn Werner Kunz und unserer städtischen Gremien ganz herzlich willkommen. Die Stadt plant in diesem Jahr ca. 4 Millionen Euro in die Hand zu nehmen für Straßen, den Hochwasserschutz, die energetische Sanierung von Gebäuden und den kompletten Austausch der alten Straßenbeleuchtung gegen moderne, energiesparende LED-Technologie. Zur Belebung unserer Innenstadt eröffnet in Kürze der Kulturladen im ehemaligen OK-Markt über dem Modehaus Fricke seine Pforten. Die städtische Kultur- und Jugendarbeit zieht dort ein. Ein Energiebüro ist geplant. Ein Filmmuseum unter Regie von unserem Heimatfilmer Herrn Dirk Lindemann steht auf dem Plan. Ja, meine Damen und Herren, mein ganz besonderer Willkommensgruß gilt heute natürlich unserer Gastrednerin. Sie hat vor vielen Jahren hier in Wolfhagen ihr Vikariat absolviert, hat sich in der Kirche mit ihren offenen Gedanken engagiert und diese in ihrer vielfältigen Funktion, aber auch durch ihr persönliches Handeln maßgeblich geprägt. Nicht alle finden immer gut, was sie sagt. Mit ihren Gedanken und Worten eckt sie auch schon mal an. Und gestern fand ich so beeindruckend, in der St. Anna-Kirche hat sie gesagt, als sie damals das erste Mal in Wolfhagen auf der Kanzel stand, hat ein Wolfhager Bürger im Geschäft in Wolfhagen in der Stadt gesagt, das wäre bei dem alten Dekan nicht passiert, dass der Frau auf der Kanzel steht. Ich finde es super, dass wir diese Diskussion heute nicht mehr führen müssen und freue mich natürlich auf unsere Gastrednerin. Ja, sie trägt in ihrem Herzen ein christliches Fundament und wir freuen uns heute auf sie mit dem Thema Alles, was zählt eigentlich? Herzlich willkommen heiße ich Frau Professor Dr. Dr. Margot Käßmann. Manche denken, es soll alles gut werden in diesem Jahr, haben wir vom Bürgermeister gehört. Manche werden vielleicht sagen, wenn er jetzt schon eine Altbischöfin zum Vortrag einlädt, wer weiß. Aber ich dachte, wenn auch der Altbürgermeister da ist, der Bürgermeister war, als ich hier war, dann könnten wir ihm jetzt wenigstens zum Geburtstag ein Ständchen noch singen. Ich lade Sie mal ein, viel Glück und viel Segen. Ja, das können Sie alle. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Als der Fußballer Robert Enke, Nationaltorhüter, sich 2009 das Leben nahm, war ich gebeten, am Abend danach in der Marktkirche in Hannover eine Andacht für ihn zu halten. Und ich habe überlegt, was kann man mit Fußballfans eigentlich zusammen singen? Welches Liedgut ist da bekannt? Welche Geschichte? Ich habe nachher die Ansprache gehalten, von dem Lied ausgehend, You'll Never Walk Alone. Das kennen Fußballfans. Aber es war sehr schwierig, allein etwas miteinander zu sprechen oder zu beten. Beim Vater Unser hat es dann noch bei uns verloren. Und wenn wir nach Werten fragen und alles, was zählt, dann denke ich, diese Werte, Grundwerte finden wir in der Bibel und finden wir zuallererst, meine ich, bei den 10 Geboten. Jetzt werden einige sagen, muss das heute Morgen auch noch kommen, um sie zu trösten, wenn ich sage, es gibt eine Umfrage, dass die meisten Deutschen die 10 Gebote gut finden. Wenn sie aber bei Günter Jauch vor der 1-Million-Euro-Frage stellen und sie aufzählen sollten, könnten sie es nicht. Sollten sie also je bei Jauch sitzen, dann sagen wir, gut, dass ich doch bei dem Vortrag dabei war. Wenn dann jemand alt ist und nicht mehr mithalten kann, wird er an den Rand gedrängt, ausgegrenzt. Das ist ungeheuer schwierig für alte Menschen, mithalten zu können in dieser Zeit und mit Würde und Respekt behandelt zu werden und auch einen würdigen, respektvollen Tod sterben zu dürfen. Wie wir mit den Alten umgehen, zeigt heute etwas über das Menschenbild in unserem Land. Und wenn ich nun in der Phase bin, in der ich leisten kann, geben kann, auch in die Gemeinschaft geben kann, Geld, Kraft, Fantasie, Kreativität und Zeit, dann weiß ich, dass eines Tages das zurückkommen wird, wenn ich angewiesen bin
auf die Leistungsstärke und Leistungskraft anderer. Ich denke, es ist entscheidend, dass die Leistungsstarken sich nicht als die Macher ihres eigenen Lebens oder Erfolgs sehen, sondern wissen, dass es eine Gabe, dass ich mich so einbringen kann in die Gesellschaft mit meinen Gedanken, mit meiner Arbeitskraft, mit meinem Geld und mit meiner Kreativität. Seite aus der Atomkraft aussteigen will, aber keine Alternativen anbietet. Wer weiß, dass Anfang der 80er Jahre hier in der Nähe Volkmaß eine Wiederaufbrennungsanlage gebaut werden sollte. Wer weiß, dass Anfang der 80er Jahre ein Atomkraftwerk in Borg gebaut werden sollte. Und es wurde ja mehrfach angesprochen, wir nach Fukushima jetzt den gesellschaftlichen Gesamtkonsens haben. Ich sag mal, wir haben den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. Die angenehme Aufgabe, eine Ehrung vornehmen zu dürfen. Geehrt werden Menschen, die sich mehr als 20 Jahre ehrenamtlich für das Gemeinwesen engagiert haben. Annette Schau-Böttcher und Herr Wolfgang Schiffner. Diesmal nochmal nach vorne bitte, zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.